Hallo zusammen. Schwebefotografie, Levitationsfotografie, auch so etwas, was man mal gemacht haben muss. Das habe ich endlich gemacht. Ich habe so eine To-Do-Liste quasi, To-Shoot-Liste, die immer wieder wächst, wo ich immer wieder auch mal Punkte runterstreichen muss. Finde ich, muss man mal gemacht haben, einfach weil es ein Gaudi ist. Furchtbar einfach von Machen her, furchtbar schwierig ist eigentlich nur die Idee zu haben. Man kennt die Bilder sicherlich schon mal gesehen, auch wenn man nach Google, man findet immer so dieselben. Irgendwie eine Frau schwebt hinter ihrem Staubsauger oder eine Frau schwebt irgendwo im Wald oder auf der Wiese. Ist nicht per se schlecht als Idee, aber man hat es halt schon sehr oft gesehen. Jetzt ist diese Version, die wir gemacht haben, vielleicht auch nicht ein Unikat, aber zumindest habe ich es irgendwo noch nirgendwo gesehen. Und ich weiß, ich bin so ein alter Fantasy-Fan. Von so her kennt man das einfach, dass ja, es einen Schwebezauber gibt und man das so macht. Als Magier oder Druide oder wie auch immer. So, vom Vorgehen her furchtbar einfach. Man braucht ein Stativ, eine Kamera und macht zwei Fotos oder je nachdem, was man macht, mehr als zwei, aber typischerweise zwei. Ich mache ein Foto von der Heidi mit dem Hocker. Danach nehme ich beide weg und mache noch ein Foto. Und dann packe ich die beiden in der Ebene übereinander im Photoshop und packe eine Maske drauf. Und nehme einen Pinsel und male halt eben den Hocker weg. Und dann ist die Heidi da am Schweben. Das ist schon alles. Bei diesem Setup war das jetzt ein bisschen schwieriger wegen dem Nebel. Das habe ich nicht drüber nachgedacht. Und zwar folgender Grund, weil wenn ich den Nebel nicht habe, dann habe ich hier einfach schwarzen Hintergrund. Das ist furchtbar einfach. Ein Pinsel einmal rüber, dann ist der Stuhl weg. Durch den Nebel aber nicht, weil der ist ein Loch im Nebel. Oder der Nebel fließt halt jedes Mal anders. Das sieht man. Und dementsprechend musste ich da ein bisschen rumbasteln. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe eine Wolke genommen, ganz normal Himmel fotografiert, eine Wolke genommen und habe die Wolke da drüber gelegt und dann halt eben da ein bisschen mit der Transparenz gespielt und mit dem Klonstempel so ein bisschen hin und her gemacht, bis das so einigermaßen, ja, so ein bisschen so aussah, als wenn das irgendwie alles eins wäre. Also in Wirklichkeit sind das drei Fotos, eins mit eben einer Wolke und zwei mit Rauch drin, mit unterschiedlichem Rauch logischerweise, weil ich es nacheinander gemacht habe, mit der ganz normalen Nebelmaschine, die ich habe. Dann noch ein Tipp, da war jetzt halt, habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Das sind so die Kleinigkeiten, die man dann im Nachhinein sofort merkt, aber beim Shooting halt nicht. Also der Stefan steht hinter der Anja und ich mache ein Foto von den beiden. Dann gehen die beiden weg und ich mache noch ein Foto. Und was fehlt, sind Stefans Beine. Weil wenn ich die beiden weg habe, dann ist dahinter der Hintergrund, aber es müssten seine Beine da sein. Ist in diesem Fall nicht ganz so schlimm, weil ich halt die Wolken habe. Ich habe einfach mehr Wolken da dahin gemacht, dadurch sieht man das nicht. Das ganze Bild ein bisschen düsterer. Aber auf einem helleren Bild, dann hätten einfach die Beine gefehlt. Und das habe ich natürlich erst gemerkt, nachdem die beiden schon weg waren, sodass ich dann auch nicht nochmal hätte machen können. Da also wirklich drüber nachdenken, am besten bei sowas direkt in den Mac schießen und sofort so die 2-Minuten-Bearbeitung machen. Ja, aber ganz, ganz grob, dann merkt man das natürlich sofort. Das habe ich in dem Fall nicht gemacht. Ich habe in den Mac geschossen, aber ich habe es nicht bearbeitet, sondern die beiden Bilder angucken und sagt, ja, das sieht gut aus. So hin und her geschaltet, ne? Das sieht dann auch gut aus, bis man dann beim Detail merkte, ja, keine Beine. Oder halt auch solche Kleinigkeiten, wie das irgendwo Fuß hervorguckt oder sowas. Und dann noch eine Kleinigkeit, das sieht man jetzt hier nicht so gut, aber bei der Anja, die liegt ja so auf dem Rücken auf dem Hocker. Und wenn ich den Hocker wegnehme, dann ist ihr Rücken quadratisch, flach, weil da war der Stuhl. Und das ist in Wirklichkeit natürlich nicht so. Wenn sie wirklich schweben würde, würde das Kleid runterhängen. Und der Rücken wäre halt nicht ganz gerade. Und was ich deswegen gemacht habe, ist, ich habe den verflüssigen Filter genommen und halt eben ihr Kleid so ein bisschen runtergezogen quasi. Sie quasi ein bisschen, nicht, ne, bei einer richtig stehenden Frau würde man es in die andere Richtung machen, sie quasi dünner machen. In dem Fall habe ich halt eben genau das Gegenteil gemacht und halt das Kleid so ein bisschen runterhängen lassen. Dadurch ist es nicht mehr ganz so gerade, sondern ein bisschen gerundet und fällt weniger auf. Ändert natürlich nichts daran, dass es für sie nicht so ganz angenehm war, da zu hängen auf dem Hocker. Und Körperspannung und so weiter. Also eher unangenehm. Da muss man ein bisschen zügig arbeiten. Ja, mehr ist nicht dabei. Einfach mal nachmachen. Ne, die nächsten 3 Abende darüber nachdenken. Dass man eine Idee hat, dann Model schnappen und viel Spaß bei der Nachbereitung. Ich hoffe, das war interessant. Ich hoffe, es war ein bisschen amüsant auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.